Jede größere Bewegung an den Märkten lebt von einem Narrativ, also eine Erzählung, die irgendwie glaubhaft ist, die begründet, warum sozusagen Kurse jetzt steigen sollten oder Kurse fallen sollten, weil eben dies oder das derzeit der Fall sei. Und gestern haben die Bullen ein neues Narrativ durchgesetzt. Allerdings dürfte dieses bullische Narrativ nach wie vor innerhalb eines intakten Bärenmarktes passieren. Und wir schauen uns mal dieses Narrativ an, klopfen es ein bisschen ab, wie glaubwürdig es ist, wie nachhaltig, wie dauerhaft es wohl sein dürfte, dieses neue bullische Narrativ. Ja, zunächst mal hatte ich am Mittwoch noch dieses Marktgeflüster kredenzt, die Hoffnung auf weniger Zinsen, und Jerome Powell, der hier vor dem Grab des Nasdaq niederkniet und das Victory-Zeichen zeigt. Das ist etwas, was hier schon am Mittwoch ein bisschen angestoßen hat, aber gestern hat sich das dann richtig durchgesetzt. Man hofft, dass die Fed eben aufgrund der wirtschaftlichen Abkühlung die Zinsen nicht so stark anheben wird, und das hat dann vor allem jene Werte, jene Sektoren, jene Indizes besonders nach oben geführt, die zuvor besonders betroffen waren. Also sehen wir, dass eben die Rate Hike Expectations, also die Zinsanhebungen, die Erwartungen der Zinsanhebungen, hier der untere Chart, zurückgegangen sind, während die Erwartungen der künftigen Zinssenkungen gestiegen sind. Dieser Chart unten ist hier invers, also müssen Sie sich genau andersrum vorstellen. Und damit reagieren die Märkte ein Stück weit auf den City Economic Surprise Index, reagieren auf die zunehmend schwächer werdenden US-Konjunkturdaten. Wir hatten gestern ja das US-BIP, ist revidiert worden, nochmal etwas nach unten. Wir hatten zuletzt wirklich sehr, sehr schwache Daten, dadurch der City Economic Surprise Index jetzt so schwach wie seit knapp einem Jahr nicht mehr. Also die Erwartungen bei den Konjunkturdaten werden deutlich verfehlt. Das führt dazu, dass die Märkte sich sagen, naja, die Fed wird jetzt vielleicht nochmal zweimal die Zinsen um 0,5% anheben, aber dann ist fertig. Und dann kommt nichts mehr. Und man stützt sich da auf diese Aussagen von Bostic, diesem FED-Mitglied, der ja schon gesagt hat, wir müssen vorsichtig sein, sollten dann vielleicht im September erstmal pausieren, sollten erstmal abwarten, wie die Lage sich entwickelt. Und so sehen wir eben, dass jetzt diese Erwartungen für Zinsanhebungen ein bisschen runterkommen und dementsprechend sich die Marktaktionen eben praktisch auch komplett entgegengesetzt zu dem verhalten, was vorher der Fall war. Wir sehen Value im Vergleich zu Growth gefallen. Wir sehen also praktisch eine Gegenbewegung gegen den nach wie vor intakten Trend. Und wir sehen das unten, und das ist das, was diese Rallye interessant macht, HYG, also die Junk Bonds, die die vorherigen Rallyes beim S&P 500 überhaupt nicht mitgemacht hatten, jetzt sozusagen schon am Mittwoch ein bisschen signalisiert hatten, da könnte was kommen. Also diese Junk Bonds, das sind ja Unternehmensanleihen eher schwacher Bonität, die wären natürlich am stärksten gefährdet bei einer rigiden Geldpolitik, bei einer Rezession. Und hier ist es so eine Art Gegenbewegung gekommen, die das angekündigt hat, was im S&P 500 passiert ist. Und deswegen ist diese Gegenbewegung auch ein bisschen ernster zu nehmen diesmal, weil dieser so neuralgische Sektor, nämlich diese unternehmenswenig bonitären Ramschanleihen sozusagen, jetzt hier auch eine Rallye gezeigt haben. Also das ist zunächst mal das erste Motiv. Das zweite Motiv ist die Hoffnung, ja, die Inflation hat gepiekt. Die ist jetzt auf ihrem Hochpunkt gewesen, wird jetzt bald runterkommen. So sagt etwa hier ein Analysehaus. Also es dürfte jetzt schon wahrscheinlich bei den Zahlen, die jetzt kommen, PCE, Personal Consumption Expenditure, dürfte es bereits nach unten gehen und der Trend dürfte weiter nach unten kommen. Und siehe da, wir sehen heute zum Beispiel vom IFO-Institut, die sagen, ja, wir rechnen mit einem allmählichen Abflauen der Inflationsrate, denn im Mai sank erstmals seit Monaten der Anteil der Firmen, die ihre Preise in den kommenden 3 Monaten erhöhen wollen. Er fiel auf 57,8 Punkte von 61,8. Jetzt sagt IFO, das ist immer noch der zweithöchste Wert seit 2005. Aber die Tendenz spricht dafür, dass die Monatsraten der Inflation in der zweiten Hälfte, Jahreshälfte von über 7% auf unter 6% sinken werden, wenn auch nur sehr langsam. Also da gibt es schon ein bisschen Grundierung für diese Auffassung, dass die Inflation jetzt nicht nochmal deutlich weiter steigt. Liegt auch sozusagen an den Vorjahreswerten, die ja dann schon langsam auch gestiegen waren. Das heißt, der Vergleich zum Vorjahresmonat, da liegt die Hürde immer höher. Darüber zu springen wird in Anführungszeichen für die Inflation immer schwieriger. Und justament heute bekommen wir diese PCE-Daten 14:30 Uhr. Und wir sehen hier die Prognose 4,9%.
zum Vorjahresmonat. Im letzten Monat waren es noch 5,2%. Das liegt am Basiseffekt, also schlichtweg an der Tatsache, dass dann ab Mai eben vor allem in den USA dann die Inflation deutlich nach oben gegangen war, sodass dann der Vergleich eben jetzt langsam niedriger wird. Ja, was wird jetzt die Fed tun? Die Fed, die uns in Gestalt von Jerome Powell versichert hat, wir werden alles tun, um die Inflation zu bekämpfen. Ja, müssen sie vielleicht gar nicht so stark bekämpfen, jetzt das bullische Narrativ, wenn diese Inflation ja weiter nicht mehr steigt, sondern tendenziell nach unten kommt. Aber dennoch ist es so, was Richard Fisher, ehemaliges Fed-Mitglied, klar gemacht hat. Also die Märkte haben richtig Party gemacht für eine sehr, sehr lange Zeit. Alles schien super schön, alles schien unglaublich toll zu sein, als Money for Free noch damals herrschte, also praktisch kostenloses Geld. Sie haben einfach nur angenommen, dass die Fed sie ausbailen wird. Aber er sagt, der Fed-Put has moved significantly, also die Grenze, wo die Fed wirklich nervös wird, wenn die Aktienmärkte richtig abschmieren, die wird deutlich weiter nach unten verschoben sein. Das ist eine Hoffnung also, dass die Fed jetzt erstmal aufhören wird, die diese Rallye gestern begründet hat. Es waren, und das ist vielleicht ein kleines Problem, vor allem Retail-Investoren, wie Daten zeigen, also Privatkunden, die sich nochmal richtig eingekauft hatten, die verhindert haben, dass der S&P 500 in einen Bärenmarkt fällt. Ist ja dann eine 20% Korrektur. Also es war eher das kleine Geld, das gekauft hat. Und wir sehen, diese Retail-Investoren sind nach wie vor gut am Start. Ist zwar ein bisschen weniger geworden jetzt zuletzt, aber nach wie vor in der Nähe der Extremwerte aus dem Januar 2021. Das war der absolute Hochpunkt. Dennoch sehen wir, dass natürlich diese Rallye gestern in einen ziemlich überverkauften Zustand gekommen ist. Der Bank of America Bull and Bear Indikator bei 0,6, das ist schon eine ziemlich bärische Einstellung, jetzt auch frisch gestern Sentiment, das Sentiment der Privatinvestoren in den USA nur 19,8% Bullen, aber 53,5% Bären. Wir sehen, dass die Vermögensverwalter AIM langsam ein bisschen ihre Quoten wieder hochfahren und JP Morgan, das Trading Desk, hat gestern gesagt, also da gab es nur Kauforders, keine Verkaufsorder. We are also seeing a lot of short covering, also da haben viele auch ihre Shorts glatt gestellt und wir sind jetzt 6,4% von dem Tief, das wir am 20.05., also vor genau einer Woche gesehen haben. Der Nasdaq ist, glaube ich, sogar über 7% im Plus und schauen wir uns hier mal interessanterweise, seit letzter Woche schauen wir uns mal interessanterweise hier die Suche nach Boden am Aktienmarkt an. Hier zum Beispiel Social Media in der oberen Grafik sehen wir, dass diese Suche nach Boden am Aktienmarkt natürlich bei den Leuten irgendwie ein Herzensanliegen ist. Da sind die Social Media Beiträge deutlich gestiegen und unten sehen wir auch die Google Anfragen sehr deutlich gestiegen nach Boden am Aktienmarkt. Und ein bisschen Begründung gibt es dafür. Jetzt ist das erste Mal seit vorher 7 Wochen, wo wir Abflüsse gesehen haben, das erste Mal seit 7 Wochen jetzt wieder Inflows, also Zuflüsse in eben Equity Funds, also in Aktienfonds. Das dürfte für ETFs wahrscheinlich auch gelten, dass also da wieder ein bisschen Geld reingekommen ist. Jetzt schauen wir uns den gestrigen Tag mal an. Da sehen wir ganz oben den Sektor Consumer Discretionary, also das, was zuletzt am stärksten gelitten hat. Also die Dinge, die man nicht täglich zwingend braucht, die man kaufen kann, aber nicht muss. 4,9% richtiger Schluck aus der Flasche. Dann Technology, Financials waren oben. Wir sehen, dass der Dow Jones mit 1,6% gestiegen ist, der S&P mit 2%, der Nasdaq mit 2,7%. Also es waren diese Risk-On-Sektoren, die hier gesucht waren. Utilities, Real Estate, Healthcare, die defensiven und Consumer Staples ganz hinten, typische Risk-On-Rally also. Und wir sehen, hier hatten wir jetzt etwa Consumer Discretionary, das macht allein 10% der Gewichtung im S&P 500 aus, dieser Sektor, von diesen 11 Sektoren. Am stärksten ist Information Technology mit 26%, dann Healthcare mit 14% und dann die Financials mit 11%. Also wenn hier Information Technology, Consumer Discretionary und Finanzwerte stark sind, dann zieht das natürlich den Index deutlich mit nach oben. Dazu kam dann noch
Etwa Macy's, dieses US-Einzelhandelsunternehmen, das gesagt hat, wir heben unsere Prognose an. Dadurch hat man sich gesagt, ah, so schlimm wird es nicht, der Konsument ist doch noch vielleicht gar nicht so schlecht drauf. Dann gab es Dollar Tree hier mit einer Prognoseanhebung. Dollar Tree ist so ein 1-Euro-Unternehmen, ein Dollar-Unternehmen sozusagen, die jetzt ihre Preise allerdings auf 1,25 Dollar angehoben haben. Also so ein bisschen wieder Hoffnung, so ein bisschen Optimismus auf der anderen Seite, dass man sich sagt, ja, so schlimm wird es nicht, aber die Fed wird vielleicht trotzdem aufhören. Also man malt sich die Welt, wie sie einem am besten gefällt. Deswegen Consumer Discretionary mit einem der stärksten Anstiege der letzten Jahrzehnte sogar. Aber die Frage ist das nachhaltig? Hier ein Analysehaus, das sagt, wir sehen das nach wie vor als eine Bärenmarktrallye gegen den übergeordneten Trend, denn diese tighter financial conditions, diese strafferen Finanzbedingungen, die werden es den Märkten schwer machen, hier wirklich eine nachhaltige Rallye zu erzeugen. Und ein Problem ist ja das, was wollte die Fed erreichen? Die Fed wollte die Financial Conditions straffen, die Finanzkonditionen straffen. Je stärker jetzt diese Rallye wieder läuft, je stärker dann wieder Optimismus einkehrt, umso laxer sind dann diese Financial Conditions. Also das widerspricht sich ein bisschen. Je stärker die Rallye, umso gefährdeter ist die Rallye, könnte man vielleicht sagen. Übergeordnet sehen wir dennoch, wenn wir jetzt etwa chinesische Einkaufsmanager-Indizes anschauen etc., massiven Gegenwind für die nächsten Monate. Das dürfte dann ohnehin auch ein schwieriges Umfeld für die Aktienmärkte werden, weil schlichtweg die Gewinne der Unternehmen nicht mehr so sprudeln dürften. Ja, aber die Bullen haben natürlich jetzt eine Schlacht gewonnen, aber den Krieg noch nicht. Was müssten sie tun? Heute wird ein wichtiger Tag. Wir haben jetzt wichtige gleitende Durchschnitte angelaufen. Weekly 5 EMA, Weekly 100er EMA. Oder MA, genauer gesagt. Das heißt, da müsste nochmal jetzt ein Anschluss kommen, da müsste jetzt nochmal weiter etwas nach oben gehen. Dann, so sagt Sven Henrik, wäre durchaus Luft noch weiter nach oben. Gucken wir abschließend nochmal nach China. Hier Li Keqiang, der Ministerpräsident, der eine Konferenz gehalten hat mit Wirtschaftsunternehmen. Der hat jetzt den Auftrag, ja, wir haben zwar hier diese Zero-Covid-Politik, diese Null-Covid-Politik, aber bring mir irgendwie die Wirtschaft wieder in Ordnung. Von Xi Jinping widerspricht sich natürlich. Wasch mich, aber mach mich nicht nass, ist sozusagen das, was hier diese zwei verschiedenen Richtungen zwischen Xi Jinping, der sagt, ich will Null-Covid, weil Ideologie siegt über Realität, und der Li Keqiang hat es eher mit der Wirtschaft und sagt, was hilft uns das, wenn die Wirtschaft jetzt absäuft? Wir sehen zum Beispiel industrielle Profite im April minus 8,5% erwartbar angesichts des Lockdowns, aber das ist natürlich etwas, was uns noch stark beschäftigen wird. Abschließend, meine Damen und Herren, noch zwei Hinweise. Insiderkauf im großen Stil Aktien, interessanter Artikel, werde ich Ihnen unter dem Video verlinken. Und Großbritannien führt deftige Sondersteuer für Energieunternehmen ein. Das könnte ein interessantes Modell auch für Deutschland werden. Diese beiden Artikel also unter dem Video. 14:30 die Inflationsdaten, PCE, die werden heute sehr, sehr relevant werden. Da sollten Sie mal bei Finanzmarktwelt reinschauen. Und in diese beiden Artikel, jetzt sage ich Servus und Ciao.